Kapitel 12. Auf See. Hey Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, dieses ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Ja. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, End of Thieves. Ist da eine Insel, stimmt's? Ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Hm, meinst du von Piraten gemacht? Klar. Irgendwas Menschengemachtes? Könnt auch einfach so an den Strand gehen, reicht das nicht? Vielleicht ist Libertaia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Da hinten ist was? Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Nath, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Ich hoffe, dass das Ding jetzt hier nicht weggeschwemmt wird. Aber gerade habe ich die Aufnahme gestartet und schon habe ich einen Frosch im Hals. Das ist nicht gut. So, ich hoffe jetzt nur, dass wir nicht wieder direkt erschossen werden. In der letzten Folge war es ja ein bisschen kurios. Da kommen wir nicht rum. Ja, da lief alles so ein bisschen aus dem Ruder und die Steuerung hat dann auch nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und ja. Da ist ein Loch. Ich denke mal, da müssen wir... Da ist ein Loch und da ist eine Treppe. Was nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen erstmal die Treppe. Ich denke mal... Doch, da ist eine Brücke. Da sollen wir aber auch hoch. Ich würde sagen... Ich habe ja immer im Kopf, dass es hier noch Schätze gibt, ne? Ich hoffe, dass wir hier wieder hochkommen, wenn wir da einmal runtergehen. Würde ich sagen, dass wir hier unten noch mal kurz gucken... Oh, da geht's runter. Ach so. Ja, toll. Okay. Wäre natürlich auch eine coole Möglichkeit gewesen, da hochzukommen. Komme ich hier hoch? Ja. Das wäre auch eine coole Möglichkeit. Hier unten kann man aber auch nochmal rum. Da ist aber auch nichts. Im Endeffekt sind wir ja... Na gut. Ich will halt... Nach Möglichkeit, wenn sich die Möglichkeit bietet, natürlich nur, möchte ich natürlich auch diese Schätze, die man einsammeln kann, einsammeln. Deswegen schaue ich mich hier auch immer mal so ein bisschen genauer um. Da sieht das nicht so aus, als ob wir da irgendetwas machen können. Ja, lass uns aber erstmal kurz... Ja, lass uns erstmal kurz hier rumgehen... Gucken. Ist natürlich auch wieder nichts. Immer wenn ich denke, ja, da ist bestimmt was versteckt, dann sehe ich nichts. Das ist grundsätzlich so. So, Moment. Da ist irgendwas runtergekommen oder so, so wie es aussieht. Okay, dann mal rauf.
Kann ich das Teil kaputt machen? Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, sonst krache ich hier gleich runter. Ich denke mal, ich soll da drauf. Das wäre ganz gut. Muss ich da hoch? So. Bist du ein Mädchen geworden oder warum jammerst du hier so? Ich sag mir nicht, der kommt da jetzt nicht rum. Hallo? Ja? Noch ein Stückchen? Los? Also du kannst da an den engsten... Willst du mich jetzt hier veräppeln? Du kannst an den engsten Dingern kannst du entlang, aber du kannst hier nicht... Ja, ja, aber du kannst hier nicht hoch oder was? Willst du mich veräppeln? Ehrlich jetzt. Okay, hier geht's noch weit. Ah, da. Ja. Ich kann hier durchgucken, aber... Kann ich von außen? Ja, kann ich. Ja, ich habe gelernt, dass ich das nicht mehr so schnell mache. Ja. Ja, bin gestorben. Ich wollte nur mal zeigen, was passiert, wenn man da falsch drückt. Ja, 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 ja. Ich wusste ja nicht, dass ich das kürzen sollte. Ich habe gedacht, ich soll auf der anderen Seite vielleicht hochspringen. Man weiß es ja nicht. Aber gut, ich meine, das war jetzt ein 1A-Jump hier gerade, also. Das sieht doch gut aus. Es leuchtet vor allen Dingen. Ha. Irgendein Symbol. Chevron, Arrow. Okay. Ein Kompass, zwei. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Ich wollte gerade sagen. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ja, zu... Ja, er zeigt nach rechts. Aber da hinten sind auf jeden Fall auch jede Menge... Oh, das ist krass. Jede Menge Höhlen und Eingänge und alles. Er möchte aber, dass wir wieder runtergehen, nehme ich mal an. Ui, jetzt dürfen wir uns aber hin und her schwingen. Das sieht so geil aus. Wenn man hier mal guckt... Oh. Ich würde gern in sowas leben, bin ich ganz ehrlich. So, anders kommen wir nicht zurück, ne, weil... Ich meine, ich könnte mich jetzt hier runterfallen lassen, aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir sterben. Kann ich da drauf springen? Eigentlich solltest du dich direkt an dem Ding festhalten, aber so geht's auch. Ja, es wäre schön, wenn du runtergehst, danke. Oh, schaffe ich das? Wenn nicht, dann sterben wir jetzt. Okay, das schaffen wir doch. Das war die falsche, aber egal. Ist er jetzt oben geblieben? Man kann er gerne machen. Wahrscheinlich taucht er gleich da auf, wo wir jetzt hin müssen. Und sagt, was hast du so lange gebraucht? Ach, da ist er. Hat der mich jetzt erschreckt. Kann ich hier einfach runterspringen? Sterbe ich dann wieder? Ich finde das immer so ätzend, dass man... Moment, wo sind wir denn hier? Wir sind doch hier irgendwie ein Weg... Ach so, hier, genau. Ich würde das ja gerne einfach abkürzen. Das Problem ist, dass so... Oh, Moment. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Eine Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Das klingt wirklich logisch. Waren wir denn hier oben gar nicht drauf? Doch, hier sind wir doch. Ja, das ist wahrscheinlich dann erst gekommen, als wir diesen Pfeil entdeckt haben oder das Ding hochgemacht haben. So, irgendwo hier unten ist das Teil, ne?
Das zeigt, ja, das zeigt wir, wo doch. Die Pfeile uns hinführen. Genau in die Richtung nach da hinten. Können wir da jetzt rüber schwimmen, mal eben auf die Schnelle, oder muss ich da mit dem Boot hin? Vermutlich mit dem Boot, oder? Wir können los. Sieh mal an. Jetzt muss ich mit dir mithalten. Schwimmen wäre natürlich auch eine Option gewesen. Da drüben ist noch ein Pfeil. Stimmt, der zeigt jetzt allerdings nach da. Aber ich würde ehrlich gesagt vorher gerne mal hier schauen, weil hier ist so viel los. Nehmen wir uns das mal an. Hört sich gut an. Komme ich hier nicht hoch? Hm. Anscheinend nicht. Ey, da oben, eine Art Flaschenzug oder so. Ja, ja. Aber kein Weg nach oben. Deswegen nehme ich an, zeigt der Pfeil auch in die andere Richtung. Aber ich hatte gehofft, dass wir vielleicht mit einem Seil oder so da hochkommen. Aber offenbar nicht. Wobei der Pfeil, naja, zeigt nicht direkt auf die kleine Insel. Aber ich denke, das soll wohl bedeuten, dass wir auf die Insel müssen. Gut, Brüderchen, dann los. Ach so, ja, falsche Taste. Ich kann hier auch nicht direkt drehen. Also ich muss sagen, The Crew war wesentlich einfacher zu steuern, trotz dass das mit Controller war. Schon wieder ein Pfeil. Der zeigt genau hier auf dieses weiße Becken. Oder auf irgendwas da hinten. Auf den Felsen vielleicht. Hm. Brüderchen, warum sagst du nichts? Hallo, hier ist ein Pfeil. Guck mal hier. Hier ist ein Pfeil. Der sagt wirklich nichts. Hm. Also, theoretischerweise, was ich aber nicht glaube, müssten wir dann da hinten hin und da noch einen Pfeil finden. Der würde dann vielleicht nach da zeigen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich verstehe. Hinweis? Folgen Sie den Steinpfeilen. Ja, soweit war ich auch schon. Toll. Ich dachte, da kommt jetzt ein Hinweis, dass wir doch wieder zurück müssen oder sowas. Aber pff. Okay. Wir versuchen es einfach mal, dass wir das machen, was ich gerade gesagt habe. Und dazu diese einen... zu dem einen... Dings hier hinfahren. Wo? Der guckt nach hinten und sagt, ich sehe noch einen Pfeil. Wo hat der denn da jetzt einen gesehen? Ich guck trotzdem mal eben hier nach. Also hier sehe ich jetzt keinen Pfeil. Obwohl der eigentlich genau hier drauf gezeigt hat. Wo sieht der denn hier noch einen Pfeil? Irgendwo im Wasser oder was? Ah, Moment. Ja, ja, ja. Hatte ich aber zumindest recht, dass der uns dann hierhin führt. Aber hier ist jetzt so kein Pfeil mehr. Oder müssen wir da jetzt durchfahren? Also ich habe schon festgestellt, so genau sind die Pfeile jetzt auch nicht ausgerichtet. Wir probieren das mal einfach, dass wir... Unten ist keiner, oder? Ich kann das nicht... Nee, das sind nur Felsen. Dass wir dann tatsächlich mal hier durchfahren. Kann ich jetzt so nichts sehen. Doch, da ist noch einer. Der ist wieder zurück. Ach, da müssen wir rein. Das Zeichen. Okay.
Das ist gut, weil das Ding habe ich gar nicht, also den Höhleneingang habe ich gar nicht gesehen hier. Das sieht ja schon geil aus. Da ist noch ein Pfeil, der nach rechts zeigt für die Treppe. Höhle, Stufen, sieht vielversprechend aus. Ja, habe ich mir auch gedacht. Okay. Nur komme ich da nicht hoch, oder? Das wäre die reinste Touristenattraktion. Ja, na, sieht schon irgendwie geil aus, muss ich sagen. Echt? Ja. Ja, könnte klappen. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier hoch? Weil von hier aus hochspringen kann ich vermutlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich aus dem Schiff da raus... Ach, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich muss mal eben gucken. So, Moment. Also, man kann da hochklettern. Okay, so viel... Wie ich dann da ganz hochkommen soll, weiß ich noch nicht. Entweder muss ich tatsächlich aus dem Schiff heraus hoch. Da kann man auch nach rechts. Was blinkt denn da unten? Kann ich nicht irgendwie tauchen? Moment. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Also ich probiere jetzt nochmal eben mit dem Boot da eventuell hinzufahren. Ob uns das was weiterbringt, dass wir da hoch können. Bist du wieder drin, Kumpel? Ich fahre einfach mal los. So. Ich komme da gar nicht so nah ran. In dem Wendekreis. Das ist jetzt natürlich doof. Ah, komm, komm, komm. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Nein, so nicht. Mal los. Genau. Ah, perfekt, okay. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Moment, da war was. Ziemlich cool. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Ernst jetzt? Klar. Ja. Ich find's verdammt cool. Noch ein wenig höher. Wir können an dem Ast schwingen. Okay. Aber hier war doch gerade was am Blinken. War das nur, dass ich da hin muss, oder was? Ich dachte jetzt, da wäre eventuell... Ach so, noch ein klein wenig höher, hat er aber gesagt. Ja, okay, dann... Och. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen. So, das sieht gut aus. Und... Kamikaze! Okay, wir sind wieder im Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Ja, das schaffst du schon. Wenn ich das schaffe, schaffst du das auf jeden Fall. Wo ist er denn? Ich glaube, er ist gerade zu Tode gestürzt. Ist nicht schlimm. Wow, das sieht ja mal richtig geil aus. Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Er kann, der kann, stimmt's? Und zählt das jetzt als prachtvoll als überall sonst? Kann man so sagen. Was ist hier? Wäre doch wieder so prädestiniert dafür, eigentlich einen Schatz zu verstecken. Aber nein. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, wir werden angegriffen. Oh, wobei das wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird. Steine. Okay. Oh, guck. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Avery's Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Hm,
Und wie? Und wo? Sag mal, wo ich hier anfangen soll. Also hier vorne kann ich klettern. Ach so, da oben ist eine Höhle. Ah. Ich wollte gerade sagen, hier vorne kann ich klettern. Das bringt mir aber nichts. Aber in dem Fall schon. Weil da ist eine Höhle. Und ist aber kein Loch hier, oder? Nee. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Los. Okay, komm durch. Danke. Ja, klar doch. Jetzt zeigt er nach links. Achso, hier ist zu. Was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Das ist ja ganz toll. Springst du als erstes oder springst du mir jetzt rein? Ich dachte gerade, der hält sich jetzt fest und springt nicht vernünftig. Oh. Der steht auch immer im Weg rum, ne? Das ist schrecklich. Ich weiß noch nicht, warum NPCs so gemacht worden sind. Wahrscheinlich extra, um die Leute zu ärgern. Ich weiß es nicht. Hier kommen wir hoch und nicht weiter. Ach, da hinten. Ah, Moment. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Was sonst? Keine Ahnung. Hier haben sie das wohl gebaut. Oh, eine Seilbrücke, dort. Wir können ja auch irgendwie ein bisschen hoch, aber ich glaube nicht, dass wir da hoch springen können. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Können wir da hoch? Er geht... Achso, da hinten habe ich was gesehen, rechts. Ist aber ein bisschen weit weg, ne? Tolle Aussicht. Ja, schön, tolle Aussicht. Spring mal darüber, da hinten können wir klettern. Ich denke nicht. Hilfst du mir zur Brücke? Wie hilfst du mir zur Brücke? Wie will denn der auf die Brücke kommen? Oder anders gesagt, wie soll ich ihm da helfen? Ach so! Okay. Das habe ich nicht gesehen. Sieh dich da oben gut um. Gut gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Ich schätze, ich habe bald einen anderen Weg, ne? Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay, jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Und ich warte. Was entdeckt? Sam, hey, bist du noch da? Gott verdammt! Also, hallo, Sam. Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Ja. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, den ich Idiot nennen kann. Das hat doch auch schon mal was für sich. Ich schätze, dass wir gucken sollen, dass wir alleine rüberkommen. Moment, hier ist auch noch. Ah! Was lange währt, wird endlich gut. Wir haben einen Schatz gefunden. Sehr geil. Ich sag euch, guckt überall in die Ecken rein. So. Und top. Aber er ist da. Ich auch gleich. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Okay, dann spring rüber. Aber nicht von hier aus, oder? Ich sollte, glaube ich, runter. Genau, fang mich auf. Danke. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir weiter. Okay. Moment. Achso, es war nur, dass ich das schieben konnte. Naja. Er will jetzt nach da. Wieso will er nach da? Dann gucke ich natürlich noch mal kurz hier. Was es hier so gibt.
Ein Kreuz, okay. Leider nichts, was man sich irgendwie aufschreiben kann oder so. Noch ein Kreuz. Hat er jetzt gesagt, wir kommen da nicht durch? Oder hat er gesagt, da kämen wir durch? Ich hab's jetzt gar nicht... Moment, hier ist was. Können wir da irgendwo hinspringen? Das ist jetzt eine gute Frage. Schöne Aussicht. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. War das ein Steinkopfadlernest, Nest da hinten? Ich war jetzt gerade selber ein bisschen abgelenkt. Okay, da ist ein Zeichen. Doch, jetzt gar nicht. Die Frage ist nur, wo muss ich hin? Also ich denke mal, dass wir da hinten weit weg müssen. Aber... Oder wir müssen nach rechts. Aber kommen wir von da aus weitergeklettert? Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren es mal einfach. Und... Alle hopp. Und ist da was? Einen Moment. Sam, zwecklos, Sackgasse. Okay, dann also wieder zurück. Ernsthaft? Okay. Dann halt wieder zurück. Da. Ja, ach nee, da muss ich die ganze Strecke? Nee, obwohl, nein, muss ich nicht. Ich kann mich ja hochziehen, haha. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Ja, und den gab es auch. Allerdings werden wir diesen erst in der nächsten Folge kennenlernen, weil ich leider einen kleinen Cut machen musste, da die Aufnahme viel, viel, viel zu groß geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao!